I'm Kostas. I'm Danny, and you are watching the highlights of Kiel Woche Day 4. Finaltag bei den F18 Katamaranen. Die griechischen Mehrfachweltmeister und ehemaligen Olympiateilnehmer Iordanis Pachalidis und Konstantinos Drikonis dominierten die diesjährigen Wettfahrten und sicherten sich den Sieg in Kiel. Ich glaube, es gibt dieses Event schon seit über 150 Jahren oder so. Und es bedeutet einem Segler sehr, sehr viel, hier zu gewinnen. Diese Trophäe wird einen besonderen Platz in meinem Herzen finden. Vielen Dank, vielen Dank. Ein weiterer Tag bei besten Segelbedingungen, gleichzeitig der Abschied der internationalen Klassen. Morgen dann der Start der olympischen Klassen und der Para World Sailing Championships. Wir sind hier, um eine tolle Zeit zu haben und um dem Paralympischen Komitee zu beweisen, dass wir bereit sind für die Paralympics 2024. Bei der Eröffnungszeremonie der Paraworlds begrüßte der Präsident des World Sailing, Kim Anderson, mehr als 80 Athleten aus 40 Nationen. Für alle Teilnehmer der Paraworlds der bedeutendste Wettbewerb des Jahres. Follow all the stories. Alle Stories und Highlights auf kielerwoche.de und auf Facebook. Or Facebook.